Einen wunderschönen guten Morgen, sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ich heiße Sie zum dritten F-Secure-Webinar. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Wie immer recht herzlich willkommen. Mein Name ist Josef Wistula und ich bin heute, wie immer, auch heute mal wieder Ihr Host. Mit dabei habe ich heute unseren Security-Experten Florian Kellermann, der Sie dann durch die Präsentation führen wird. Wir freuen uns natürlich sehr, dass Sie sich heute die Zeit für uns wieder genommen haben. Bevor wir starten, noch ein paar allgemeine Hinweise vorweg. Ich hoffe, Sie können mich und auch später dann meinen Kollegen Florian gut hören. Über ein kurzes Feedback, über den Fragenfenster oder Fragen- und Antwortenfenster würden wir uns wunderbar oder würden wir uns freuen. Perfekt, kommt rein, Ton ist gut, super. Auch wie immer an der Stelle, nachdem wir jedes Mal auch neue Zuhörer mit dabei haben, möchte ich natürlich kurz hinweisen, welche Kommunikationskanäle wir haben. Ich empfehle Ihnen immer, uns entweder auf Twitter, Xing, LinkedIn oder eben auch YouTube zu folgen. Die einfachste Variante, um immer auf den aktuellen Stand zu bleiben, ist, dass Sie unseren regelmäßigen News folgen. Die URL dazu, wie auch die anderen URLs zu Twitter, Xing, LinkedIn, finden Sie am Ende der Präsentation. Fragen würde ich Sie bitten, über das Frage- und Antwortfenster zu stellen. Wir werden sie dann, soweit es möglich ist, direkt am Ende der Präsentation beantworten. Und den Link zur Aufzeichnung des Webinars, wie die Folien dazu, verschicken wir wie immer im Nachgang per E-Mail an alle, die sich registriert haben. Doch nun zum eigentlichen Thema des heutigen Tages. Warum werde ich gehackt? So, ich gebe nun auch die Bühne frei für unseren Sicherheitsexperten Florian Kellermann. Und wünsche Ihnen schon mal gute Informationen. Florian, bitte. So, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Freut mich, dass Sie sich so zahlreich die Zeit genommen haben. Mein Name ist Florian Kellermann und heute geht es ja darum, warum werde ich gehackt? Also ich möchte Ihnen heute so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen geben, was die Motivation ist, von einem Angreifer, Sie als Firma überhaupt anzugreifen. Die meisten müssten es ja wissen, also wir sind eine finnische Firma und unser Hauptsitz ist in Helsinki. Und zwar sieht der so aus. Das ist unser Hauptgebäude in Helsinki und wie man sieht es ja im Hintergrund am rechten Bild, wir sind direkt am Meer. Also wir sind recht südlich in Helsinki, direkt am Meer. Und wenn man da aufs Meer schaut, dann sieht man natürlich auch Boote passieren, zum Beispiel auch solche. Das ist jetzt ein großes Containerschiff von Maersk. Und wer Maersk nicht kennt, also das ist ein großes Transportunternehmen auf der Welt, was eben Containerschiffe über die ganze Welt schippert mit verschiedenen Gütern. Und wenn man sich jetzt einfach mal diese Dimension von diesem Schiff anschaut, dann muss man sich schon fragen, okay, wie schaut denn eigentlich so ein Kontrollraum von so einem Schiff aus, also so eine Motorsteuerung zum Beispiel. Das ist jetzt eine Motorraumsteuerung von einem Maersk-Schiff-Container und sieht jetzt vielleicht erstmal ein bisschen anders aus, als man sich das auf den ersten Blick vorgestellt hat, weil die Mechaniker, die sitzen da vor keinen großen Getrieben oder sowas, sondern die sitzen vor Monitoren und vor Mäusen mit Tastaturen, also vor ganz normalen PCs letztendlich. Und das macht es natürlich auch letztendlich irgendwo zum Problem und hat es auch für Maersk zum Problem gemacht, weil Maersk ist tatsächlich angegriffen worden. Also Maersk hatte einen enormen Trojanerbefall und hat auch enormen Schaden davon gelitten. Ich habe jetzt mal so ein kleines Ratespiel mitgebracht. Sie können jetzt einfach mal für sich überlegen, was diese Zahlen mit dem Trojanerbefall bei Maersk zu tun hatten, also 45.000, 4.000, 2.500 und 10. Also vielleicht kommen Sie drauf, wenn nicht, ich löse es auch sehr gerne auf
Also die Attacke bei Maersk, die liegt jetzt schon ein bisschen zurück, aber damals wurden 45.000 Clients infiziert und mussten auch von Hand neu installiert werden. 4.000 Server waren betroffen, also 4.000 Server mussten bei Maersk wirklich von Hand neu installiert werden und 2.500 Applications mussten auf diesen Servern neu aufgesetzt werden, also teilweise auch industriespezifische Applications, die komplett neu installiert werden und neu konfiguriert werden mussten. Und 10, wer sich jetzt fragt, okay, 10 ist so eine kleine Zahl jetzt in dem Ausmaß, was hat es damit auf sich? Das Ganze wurde in 10 Tagen neu aufgesetzt. Sie müssen sich das vorstellen, das ist eine Infrastruktur von 45.000 Clients mit 4.000 Servern, die in 10 Tagen von der IT von Maersk, natürlich mit externer Unterstützung, komplett neu aufgesetzt wurde. Und das alles wegen einem Malwarebefall. Und jetzt noch eine Bonuszahl. 300 Millionen US-Dollar hat das ungefähr Maersk gekostet, das alles neu aufzubauen, und entsprechend war das auch der Schaden dann. Und Schaden ist auch einer der Motivationen für einen Angreifer. Das war früher eben ganz beliebt, dass sich Leute, die sich gut auskannten, eben einfach austoben wollten. Die wollten schauen, wie weit konnten sie gehen und wie viel Schaden können sie anrichten. Das passiert heute auch noch, aber im geringeren Maße. Also Maersk hatte da jetzt einfach, blöd gesagt, Pech gehabt, weil Maersk wurde damals von einer modifizierten Variante von NotPetya getroffen. Damit wurden eben alle Daten verschlüsselt und unwiederbringlich wieder zerstört, und Maersk hatte dann entsprechend eben den Schaden von 300 Millionen US-Dollar. Aber Schaden ist nicht das einzige Motiv für einen Angreifer. Es können auch zum Beispiel ideologische Motive sein. Also wenn ich ein Angreifer wäre, ein Hacker wäre und ich habe eine Firma im Visier, die, naja, von der Firmenpolitik nicht genau das macht, was mir gefällt, beziehungsweise meiner Meinung nach ja moralisch fragwürdige Entscheidungen trifft, dann wäre das auch ein Motiv, diese Firma entsprechend bloßzustellen in der Öffentlichkeit. Aber nicht nur Firmen, sondern auch Personen des öffentlichen Lebens, wenn die irgendwas tun, was mir nicht gefällt und ich möchte die bloßstellen der Öffentlichkeit, dann ist das auch ein Motiv. Und dafür gibt es ein Beispiel aus dem letzten Jahr, und zwar von Orbit. Also Orbit hat sich der damals genannt, der hat einen ja moralisch fragwürdigen Adventskalender gemacht zum letzten Jahr. Und zwar hat er an jedem Tag ein neues Türchen geöffnet und hinter jedem Türchen war eine Person oder eine Abteilung oder ein Ministerium, von dem er ziemlich bekannte Details geleakt hat. Auf Twitter, also man sieht ja im Hintergrund den Twitter-Screenshot von Orbit. Der wurde mittlerweile natürlich gefasst. Es war jetzt auch wirklich, muss man auch dazu sagen, kein richtiger Hackerangriff. Also der hat jetzt nicht irgendwie den Bundestag infiltriert oder sowas. Der hat einfach zum Teil Sachen, die die Leute eh schon veröffentlicht haben, abgespeichert, dann wieder gelöscht haben. Aber er hat es eben noch gespeichert gehabt, oder er hat auch schwache Passwörter ausgenutzt, was die Leute teilweise hatten auf ihren YouTube-Accounts oder E-Mail-Accounts, hat er die schwachen Passwörter dann eben ausgenutzt, um da eben auch reinzukommen und interne Details zu sammeln. Aber das wäre jetzt eben auch ein Beispiel für ein ideologisches Motiv. Denn Orbit hat von fast jeder politischen Persönlichkeit beziehungsweise politischen Partei was geleakt. Und hat dann auch anschließend gesagt, naja, also von der AfD habe ich nichts geleakt, weil die finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Also da konnte man schon erkennen, wo das Motiv in etwa herkam. Politische Motive sind auch ein gutes Thema, weil politische Motive sind natürlich auch ein eigenes Motiv. Also es muss nicht nur immer ideologisch sein, sondern es kann durchaus auch politisch sein. Zum Beispiel hier, das ist ein
eine Kraftwerksanlage in Saudi-Arabien. Also so sieht die tatsächlich aus. Und so eine Kraftwerksanlage hat natürlich verschiedene, ja, Motoren und Kraftwerke, die betrieben werden müssen. Und die werden in der Regel betrieben von solchen Anlagen. Das ist sogenannte Triconex-Anlage von Schneider Electric. Und das sind eben Steuerungsgeräte für diese ganzen Anlagen in Kraftwerken. Schneider Electric ist da auch fast Marktführer in dem Bereich. Also diese Steuerungsgeräte, die werden in sehr, sehr vielen Kraftwerken auf der ganzen Welt eingesetzt. Das ist jetzt ein Auszug direkt von der Website von Schneider Electric. Also dieses Triconex-System, was ich Ihnen gerade gezeigt habe, das war eben auch in Saudi-Arabien im Einsatz. Und dieses Triconex-System ist für das hier zuständig. Also zum Beispiel Notabschaltung der Systeme, Brennersteuerung, Feuer- und Gassteuerung, Druckkontrolle und Turbomaschinensteuerung. Und wenn man sich jetzt einfach mal durchliest, was dieses eine Steuergerät alles für eine Aufgabe übernehmen kann, dann kriegt man schon ein bisschen Gefühl dafür, wie gefährlich das ist, wenn man dieses System kapert. Und in Saudi-Arabien ist es jetzt tatsächlich passiert. Da ist eine Malware ausgebrochen, aber nicht irgendeine, keine Massenangriffsmalware, sondern eine dediziert entwickelte Malware, die das Steuergerät von Schneider Electric angegriffen hat. Und zwar war das Ziel von dieser Malware, die Systeme enorm zu belasten, die Brennersteuerung, Turbomaschinensteuerung enorm nach oben zu fahren, um eine Explosion auszulösen. Also das Ziel der Malware war, dieses Steuergerät so derartig zu überlasten, dass es eine Explosion in dem Kraftwerk gibt. Das ist zum Glück nie passiert, weil bei so einer Explosion im Kraftwerk wären viele, viele Menschen gestorben. Aber man hat die Malware dann auch reverse engineert, weil man wissen wollte, was war das Ziel eigentlich. Und dabei ist eben aufgefallen, dass im Code der Malware ein Bug war. Also der einzige Grund, warum das Kraftwerk in Saudi-Arabien nicht explodiert ist, war tatsächlich ein Bug in der Malware vom Angreifer. Und jetzt ist natürlich die Frage, wer war das und warum hat er das getan? Also man geht eigentlich nicht davon aus, dass es ein, ja, ein Angreifer war, der in den Massenmarkt rein wollte, weil dazu war die Malware zu sehr spezialisiert auf dieses Schneider Electric-Teil. Man geht eher davon aus, dass es tatsächlich ein staatlicher Angriff war, ein politisch motivierter Angriff, weil es zwischen Saudi-Arabien und dem Iran in der Hinsicht immer wieder Spannungen gibt. Belegen kann man das natürlich zu 100% nicht, aber man geht davon aus, einfach weil die Kosten für so eine Custom Malware, also die wirklich von Grund auf neu zu entwickeln, dediziert für ein Steuergerät, ziemlich hoch sind. Also da muss schon ein bisschen Geld dahinter sein, dass man so einen gezielten Angriff macht. Und mit Geld sind wir auch schon beim nächsten Motiv für einen Angreifer, ist natürlich Geld verdienen. Also das ist natürlich eins der Nummer eins Motive, ein Unternehmen anzugreifen oder auch Privatpersonen natürlich anzugreifen. Und Geld hat der Kerl hier ziemlich viel verdient. Das ist der Karim Baratov. Und der hat damals Yahoo gehackt. Zum Zeit des Angriffs war er in etwa 23 Jahre alt und hat bei Yahoo die Datenbankserver angegriffen und hat erfolgreich mehrere Millionen Kundendaten geklaut, also E-Mail-Adressen und Passwörter, und hat die dann anschließend weiterverkauft. Der ist mittlerweile verurteilt worden auch, unter anderem, weil er mit seinen 23 Jahren und seinem schnell erzeugten Reichtum scheinbar nicht so gut zurechtgekommen ist. Er hat dann auf Instagram immer gerne seine Bilder geteilt und da kann man schon ein bisschen dran abschätzen, wie viel Geld der Karim Baratov da letztendlich verdient hat. Also das sind unsere vier Grundmotive. Also die Grenzen sind natürlich fließend. Kann natürlich ein
einen Angriff aus mehreren Motiven machen, aber das sind so die vier Grundmotive, einen Angriff durchzuführen. Ich möchte Geld verdienen, ich möchte Schaden verursachen, ich habe ein politisches Motiv vielleicht oder mir gefällt einfach nicht, was eine Privatperson macht oder was eine Person des öffentlichen Lebens macht oder eine Firma macht und greife sie deswegen an, um sie bloßzustellen in der Öffentlichkeit. Wenn man sich diese vier Motive einfach mal kurz durch den Kopf gehen lässt, dann höre ich öfter von Unternehmen, ja, aber meine Firma ist ja eigentlich zu klein, um gehackt zu werden. Also ich bin zu uninteressant. Kein Angreifer wird sich je für mich interessieren. Um das so ein bisschen zu widerlegen, habe ich mir was ausgedacht, und zwar das Threat Bingo. Also ich glaube, Bingo sollten ja die meisten kennen, wie das Spiel funktioniert. Und ich habe hier ein paar Ziele notiert. Also da kann jeder für sich selber im Kopf Bingo schreien, wenn jetzt ein Ziel aufgedeckt wird für einen Angreifer, das seine Firma betrifft. Weil es gibt natürlich mehrere Ziele, die ein Angreifer verfolgen kann, warum er auch eine kleine Firma vielleicht zum Beispiel angreifen möchte. Zum Beispiel, sie verarbeiten intern Kundendaten. Also sie haben irgendwelche Arten von wichtigen Kundendaten, zum Beispiel E-Mail-Adressen und Passwörter, die ein Angreifer interessant genug finden könnte, wenn er die klaut und verkaufen könnte, um damit Geld zu verdienen. Dann sind sie schon ein Ziel für einen Angreifer, ganz egal, wie groß ihre Firma ist. Oder sie haben einen laufenden Betrieb. Das heißt, sie haben eine Produktionsfirma, eine Produktionsanlage und dann sollten sie sich einfach mal überlegen, wenn diese Produktionsanlage stillsteht, wie viel würde sie das pro Stunde Stillstand wirklich kosten? Das weiß natürlich auch ein Angreifer. Und wenn er sie damit erpressen kann, dann kann er natürlich von ihnen fordern, entsprechenden Betrag zu kriegen, dass er den Angriff abbricht, damit sie weiter produzieren können. Also ein laufender Betrieb ist auch ein potenzielles Risiko. Oder sie verarbeiten wichtige Daten. Was meine ich jetzt mit wichtigen Daten? Mit wichtigen Daten meine ich wichtige Daten für Sie selbst. Zum Beispiel Patente. Also wenn Sie in irgendwas ein Marktführer sind, in einer kleinen Nische und Sie haben dafür ein Patent, dann ist das natürlich sehr interessant. Auch für andere ausländische Unternehmen zum Beispiel, aber natürlich auch für einen Angreifer, der diese Patente abziehen kann, klauen kann und gewinnbringend weiterverkaufen kann. Also sobald Sie Daten haben, die Ihnen selbst sehr wichtig sind und die Sie nicht gerne in andere Hände sehen würden, sind sie auch ein potenzielles Ziel für einen Angreifer. Oder sie verwalten kritische Infrastruktur. Beispiel Saudi-Arabien von eben mit einem Kraftwerk. Sobald sie eine kritische Infrastruktur verwalten, sind sie immer ein sehr attraktives Ziel. Gerade auch für politisch motivierte Angriffe. Oder sie sind im Finanzsektor aktiv, entweder selbst als Firma, dass sie eine Bank sind zum Beispiel, oder sie haben einfach generell Zahlungsverkehr in der Firma. Sie bezahlen ja ihre Mitarbeiter auch. Und sobald ein Zahlungsverkehr irgendwo besteht, besteht natürlich auch ein Interesse daran, in diesen Zahlungsverkehr einzugreifen und den zu manipulieren, Daten abzuziehen, wie auch immer. Sobald ein Zahlungsverkehr irgendwo besteht, besteht auch immer ein Interesse daran, von Leuten da einzugreifen. Oder sie sind tatsächlich uninteressant für einen Angreifer. Aber vielleicht haben sie interessante Endkunden. Zum Beispiel, sie sind ein Lieferant für einen größeren Endkunden, zum Beispiel für einen Automobilkonzern sind sie ein Lieferant, weil sie bestimmte Teile immer dahin liefern. Dann sind vielleicht nicht sie als Ziel interessant, aber vielleicht einer ihrer großen Endkunden. Und sie sind nur der Mittelschritt. Weil so einen größeren Endkunden zu hacken, kann unter Umständen ein bisschen schwerer sein, als zu den kleinen Mittelstandskunden zu hacken und dann über diese Wege auf den großen zuzugreifen. Oder Sie haben einfach Computer. Was meine ich damit? Also sobald Sie einen Computer haben, haben Sie eine gewisse Sache, und zwar haben Sie Rechenleistung. Und es war jetzt vor allem letztes Jahr sehr beliebt, dass man Computer bzw. Rechner einfach massenweise infiziert hat. Und zwar jetzt nicht, vielleicht wie Sie sich vorstellen würden, mit einem Verschlüsselungstrojaner, sondern mit einem Mining-Trojaner. Was macht der?
Der installiert sich im Hintergrund und der ist sehr, sehr passiv. Also der wird jetzt nicht irgendwo den Totenkopf auf den Desktop werfen und sagen, bitte überweis mir Geld, sondern der arbeitet im Hintergrund, weil die Aufgabe von diesem Mining-Trojaner ist es, die Computerlast auszunutzen auf ihrem Privatrechner oder Firmenrechner und damit für den Angreifer zum Beispiel Bitcoins zu minen. Also der nutzt letztendlich ihre Rechenpower, um Bitcoins oder eine andere Kryptowährung für ihn zu minen. Damit verdient er dann sein Geld. Und deswegen sollte dieser Trojaner auch immer ziemlich im Hintergrund agieren, weil der natürlich nicht auffallen will. Aber sobald Sie Computer haben in Ihrer Firma, haben Sie Rechenleistung und sind auch dann ein attraktives Ziel für einen Angreifer. Und zum Schluss natürlich die Reputation. Also ein Imageverlust hat man ja immer, was gerade für kleinere Kunden oder Mittelstandskunden enorm wichtig ist. Gerade wenn es eine regional agierende Firma ist, die regional sehr, sehr stark ist, hat man natürlich, ist man sehr, sehr abhängig von der Reputation und den Reputationsschaden, den man eben hat, wenn zum Beispiel die Webseite einfach weg ist. Um da den Schlussstrich drunter zu ziehen, dass nicht nur die großen Firmen gehackt werden, sondern auch die kleinen. Das hier ist ein Bild vom Krankenhaus Fürstenfeldbruck. Das ist ja bei uns quasi ums Eck hier. Und die sind auch angegriffen worden. Und der Angriff war so schwerwiegend, dass sich das Krankenhaus dazu entschlossen hat, Patienten teilweise nicht mehr anzunehmen und auszulagern auf das größere Krankenhaus in München. Also es trifft nicht nur immer die Großen, es trifft durchaus auch Mittelstand und kleinere Kunden. Aber drei Sachen, beziehungsweise eine Sache haben alle jetzt gemeinsam gehabt. Also ganz egal, ob das jetzt Yahoo war, ob das jetzt Maersk war oder ob das das Krankenhaus Fürstenfeldbruck war. Eine Sache hatten die alle gemeinsam. Und zwar haben die sich alle um Security schon Gedanken gemacht. Also die hatten alle eine Firewall, die hatten alle eine Endpoint Protection, die hatten vielleicht auch noch einen Mailfilter installiert. Das hatten die alle gemeinsam. Aber trotzdem ist das passiert. Also trotzdem waren die betroffen von einem Angriff. Ganz klar, warum? Die Antwort liegt auf der Hand, weil es einfach keine hundertprozentige Sicherheit gibt. Ich denke, das haben Sie schon oft genug gehört in IT-Security-Vorträgen. Aber es stimmt leider, also eine hundertprozentige Sicherheit gibt es einfach nicht. Und jetzt könnte man natürlich sagen, na gut, wenn es eine hundertprozentige Sicherheit nicht gibt, dann muss ich mich ja gar nicht drum kümmern, weil irgendwann passiert es eh. So einfach ist es dann doch nicht. Also es macht natürlich Sinn, so viele Zwiebelschichten wie möglich um seine Firma zu legen, damit der Angreifer es immer schwerer hat, überhaupt einzudringen. Ich möchte Ihnen dafür ein relativ plastisches Beispiel geben. Stellen Sie sich Ihre Firma einfach mal als Haus vor. Also Sie bauen sich jetzt ein neues Haus. Und das müssen Sie auch von Grund auf neu bauen. Dann bauen Sie vielleicht starke Mauern, damit man nicht so einfach eindringen kann. Das wäre jetzt im Vergleich in der IT die Endpoint Security. Dann bauen Sie eine starke Tür, eine stabile Tür und bruchsichere Fenster, dass dann ein Einbrecher nicht so langsam, nicht so einfach rein kann. Das wären dann vielleicht starke Passwörter. Also vielleicht nutzen Sie im Unternehmen schon starke Passwörter mit mehreren Zeichen und Sonderzeichen, das wären dann stabile Türen und stabile Fenster. Und dann ziehen Sie vielleicht noch einen Zaun um Ihr Grundstück. Wäre jetzt in der IT vielleicht ein Spamfilter, eine Firewall oder ein Webproxy. Also um Eindringlinge schon an der Grenze des Grundstücks sozusagen abzuwehren. Dann haben Sie eh schon sehr, sehr viel gemacht für Ihre IT-Security und wären damit schon mal ein Großteil der Angreifer ab. Aber jetzt gehen wir mal vom Worst Case aus. Es schafft ein Angreifer rein ins System. Es hat einfach jemand geschafft, trotz Zaun, trotz stabiler Türen, trotz stabilen Fenster, hat es jemand reingeschafft. Das ist jetzt erstmal ein Sicherheitsvorfall. Und da gilt es jetzt eigentlich erstmal zu klären, kriege ich das überhaupt mit? Also kriege ich überhaupt mit, dass es diesen Sicherheitsvorfall gegeben hat? Da wäre es jetzt natürlich gut,
eine Alarmanlage noch zu haben im Haus, damit man wirklich Bescheid bekommt, da ist jetzt jemand eingedrungen, der es nicht sein sollte und da ist jemand. Also, dass man überhaupt erstmal sensibilisiert wird, da hat sich jetzt jemand reingeschafft. Und jetzt wäre es natürlich noch toll, wenn ich wissen würde, was dieser Sicherheitsvorfall eigentlich ist. Also ist das ein Einbrecher, der Daten klauen will? Also einfach nur Sachen klauen will? Ist das jemand, der mich erpressen will? Und jetzt wäre es noch gut, wenn diese Alarmanlage automatisch die Polizei anruft natürlich und jemanden mir zuschickt, der sich auskennt, der den verhaftet und der dabei hilft, den Schaden, den er angerichtet hat, wieder zu beheben. Das war jetzt eine ziemlich bunte Metapher, aber ich möchte das Ganze ein bisschen aufklären. Also letztendlich geht es ja um die Alarmanlage und um den Polizisten sozusagen. Also wie lässt sich das in die IT-Welt übertragen? Also generell geht es ja erstmal darum, dass es irgendjemand reingeschafft hat. Trotz der ganzen Maßnahmen, die man getroffen hat, Sicherheitsmaßnahmen, hat es jemand ins Netzwerk geschafft. Und dann geht es eben darum, dass man das schnell erkennt und entsprechend auch eine kompetente Reaktion drauf hat. Also es hilft ja nichts, wenn ich weiß, okay, es hat jemand reingeschafft, aber jetzt weiß ich weiterhin nicht, wie ich damit umgehen soll, also wie mein Prozess dahinter ist. Also es geht, wie gesagt, um schnelle Erkennung und Reaktion und bei F-Secure nennen wir das Rapid Detection and Response und funktioniert technisch ebenso, dass man Sensoren im Netzwerk ausrollt, also auf Kundenseite Sensoren ausrollt, die eben monitoren, was passiert auf dem System, aber eben auch Alarm schlagen, wenn was passiert. Also wenn es jetzt wirklich jemand ins Netzwerk reingeschafft hat, wenn eine Anomalie besteht, einen Alarm auszulösen und jetzt kommt eben der wichtige Punkt, dann eben auch Leuten Bescheid zu geben, die sich enorm gut auskennen in Sicherheitsfragen, nämlich zum Beispiel Leuten von einem zertifizierten F-Secure-Partner oder von uns direkt. Und diese Leute kriegen dann eine Alarmmeldung und würden dann wiederum Sie als Endkunden informieren, wir haben da was gefunden, da ist jetzt gerade jemand im Netzwerk und so ist er reingekommen und das müssen wir jetzt wirklich machen, um ihn wieder loszukriegen. Also auch gleich eine Handlungsempfehlung zu geben, was tun wir denn jetzt zusammen? Also letztendlich müssen Sie sich die Frage, warum werde ich gehackt, selbst stellen. Überlegen Sie sich einfach mal, was für Sie als Firma ein potenzielles Ziel für einen Angriff sein könnte. Sind es jetzt Patente, sind es Kundendaten, ist es doch der Zahlungsverkehr? Überlegen Sie sich das einfach mal und dann überlegen Sie sich auch, ob Sie einen Prozess dafür haben. Also wenn wirklich ein Angreifer bei Ihnen im Netzwerk ist, wenn Sie das A überhaupt mitbekommen und B, haben Sie einen Prozess dafür? Haben Sie einen Backup-Prozess? Haben Sie einen Krisenmanagement-Prozess, wenn es wirklich ein zielgerichteter Angriff ist? Dankeschön. Also Fragen gerne in den Chat jetzt. Die gucke ich mir jetzt mal durch. Okay, eine Frage zur Präsentation, die dürfen Sie natürlich weiterverwenden, kriegen Sie auch im Nachgang noch zugeschickt, das ist kein Problem. Eine Aufzeichnung gibt es natürlich auch, also wir haben das Webinar aufgezeichnet in Bild und Ton und werden das natürlich im Nachgang dann auch nochmal an die Teilnehmer weiterverschicken. Okay, eine Frage. Der Rapid Detection Service, ist der separat zu erwerben und wie viel kostet sowas, Lizenzmodell? Ja, der ist separat zu erwerben. Also wenn Sie schon Bestandskunde von F-Secure sind, das freut uns natürlich. Und der Rapid Detection Service ist ein separates Produkt, beziehungsweise besser gesagt eine Dienstleistung, die man separat erwerben kann. Bezüglich Preise, einfach bei uns beim Vertriebspartner nachfragen.
Da gibt es dann auch eine Auskunft dazu. Meine Damen und Herren, Ihre Chance, noch den Security-Experten Florian Kellermann Löcher in den Bauch zu fragen, haben Sie jetzt. Stellen Sie die Fragen über das Fragen- und Antwortenfenster oder das Fragenfenster und wir werden sie zeitnah, also sofort beantworten. Das ist noch eine Frage zu. Ja, was sollte man tun, wenn man glaubt, gehackt worden zu sein, ohne Rapid Detection? Genau da liegt so ein bisschen das Problem. Weil ohne so eine Lösung wird es eben schwer, das erstmal rauszufinden. Also klar, wenn es jetzt ein Angreifer auf Schaden ausgelegt hat oder eben einfach Daten verschlüsselt, wie es jetzt bei Maersk war, dann ist das recht offensichtlich. Aber wenn es jetzt ein Angreifer auf den Zahlungsverkehr zum Beispiel abgesehen hat, dann wird es vielleicht nicht so offensichtlich, weil er sich erstmal eine Zeit lang im System aufhält und sich umsieht und dann eben sich eben auch verhält wie ein normaler User. Deswegen ist das ist sehr, sehr schwer. Wenn Sie aber das Gefühl haben, dass ein System infiltriert ist, dann nehmen Sie das auf jeden Fall vom Netz. Bitte im besten Fall nicht ausschalten, weil wenn Sie dann anschließend einen Forensiker beauftragen, können Sie zum Beispiel auch von uns machen, der sich das System anschaut und eben analysiert, was ist auf dem System passiert, dann ist es im besten Fall nicht ausgeschalten. Hintergrund ist einfach der, weil manche Aktionen verwischt werden. Also manche Spuren werden einfach verwischt, sobald der Rechner neu gestartet wird, liegt einfach in Natur der Sache. Also das wären so meine Empfehlungen. Nicht, dass Sie sich wundern, mein Kollege überprüft gerade die Fragen, liest sie durch, weil jetzt doch reihenweise die Fragen reinkommen. Einen kleinen Moment noch bitte. Okay, das. Da ist eine Frage von einem Bestandskunden mit einer FS-Diag, die er bei uns hochgeladen hat. Vielleicht da einfach nochmal im Support nachfragen, beziehungsweise uns auch gerne, wenn Sie da eine Supportnummer haben, die einfach zukommen lassen, dann können wir das auch nochmal nachvollziehen. Aber jetzt so spontan aus der Hüfte kann ich da jetzt leider gerade nichts zu sagen. Wir sind jetzt auch leider Gottes schon ein gutes Stück über der Zeit. Es ist ein extrem spannendes Thema. Wir nehmen die Fragen auf alle Fälle auf, die jetzt noch reinkommen im Laufe, also jetzt werden wir sprechen, reinkommen, analysieren die und werden dann mit den Damen beziehungsweise mit den Herren dann direkt Kontakt aufnehmen. Wenn Ihnen im Nachgang, wenn Sie das Webinar sich nochmal anhören, praktisch im Recording oder sich die Folie nochmal anschauen, Fragen, wenn dort Fragen aufkommen, wir sind natürlich jederzeit bereit, diese Fragen auch dann zu beantworten. Nehmen Sie einfach Kontakt auf mit uns, entweder über einen Partner oder direkt mit uns. In der Einladung haben Sie auch eine E-Mail mit drinnen, an die Sie sich wenden können oder Sie wenden sich direkt an den Vertrieb. Vielleicht haben Sie auch schon einen Vertriebspartner, mit dem Sie auf unserer Seite, mit dem Sie zusammenarbeiten. Dann wird Ihnen auf alle Fälle geholfen. Ich möchte mich auf alle Fälle für Ihre Zeit erstmal bedanken, die Sie uns geschenkt haben, uns gewidmet haben. Natürlich auch bei meinem Kollegen Florian Kellermann. Ich wünsche Ihnen von meiner Seite auch schon mal einen noch guten Freitag, ein schönes Wochenende. Bleiben Sie sicher von meiner Seite. Und der Florian Kellermann will bestimmt auch noch ein paar abschließende Worte sagen.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Hat mich, gefreut. Und dann freue ich mich schon auf das nächste Webinar mit Ihnen.